Die 12- und 13-Jährigen gestanden den Mord an ihrem Freund. Sie haben Kontakt zu ihren Eltern, sind aber woanders untergebracht. Siegen, die beiden Mädchen, die bei Freudenberg an der Grenze der deutschen Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz einen 12-Jährigen getötet haben sollen, leben vorerst nicht mehr bei ihren Eltern. Das hängt auch damit zusammen, dass die Kinder ihre bisherigen Schulen nicht besuchen.